Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei The Warhorn. Wir haben die Rätsel das letzte Mal gemacht, also die anderen Rätsel das letzte Mal gemacht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt das letzte ist, was wir machen müssen, aber auf jeden Fall gibt es hier noch eins. Und das will ich natürlich schauen, dass ich löse. Okay, irgendeiner von den Steinen ist runtergegangen. Jetzt ist die Frage, muss ich das da hinten auch erwischen? Na, Moment. Nein, also das da hinten ist anscheinend keiner von denen. Ah, hier, den da noch, ne? Schauen wir mal. Oh, Sekunde. Okay, wir haben den nächsten Stein offen. Das ist dann der hier, okay. Ich bin schon wieder zu weit, ja? Okay. Komm schon. Jawohl, dann den hier. Okay, dann haben wir jetzt das noch offen. Ach, da ist ein Schalter. Okay. Schauen wir mal, jetzt gehen alle Dinge wieder hoch. Das wäre es jetzt. Ne, wir haben das Tor auf. Okay. Und jetzt hat man mal hingerichtet hier von irgendwem. Okay, was auch immer das ist, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich den Würfel noch brauche, aber ich nehme ihn jetzt einfach mal mit. Wenn ich da jetzt drauf gehe, dann geht die Tür hinter mir zu, stimmt's? Was haben wir denn da? Lesen. Notizprotokoll aktualisiert. Merkwürdige Notiz. Ja, das ist wirklich eine merkwürdige Notiz. Und wenn ich mir das so anschaue, dann schaut das aus wie ein Spielfeld. Okay. Wir haben hier Red Gloves. Resistenz 10% und Haltbarkeit 100. Na ja, klar. Ups. Ja, wir haben hier Resistenz 6 und Haltbarkeit 90. Das heißt, wir könnten... die roten Handschuhe anziehen. Na, sexy. Okay, warte mal. Ich will jetzt natürlich... Ich glaube, dass die Tür wirklich zugeht und ich dann irgendein Rätsel lösen muss. Verdammt. Okay, was hat sich jetzt getan? Das wollen wir wissen, ne? Das ist jetzt diese Notiz. Das Schlimme ist halt auch, dass es dunkel ist, ne? Also zurück glaube ich nicht, dass wir müssen. Wir haben da drüben anscheinend noch was, oder? Nee, das war eins der Rätsel. Der Würfel gibt auch ein bisschen Licht. War auch nicht schlecht. Schauen wir mal dahinter. Vielleicht müssen wir auch in irgendeine Höhle rein oder so. So, für was war das jetzt gut? Keiner weiß es, ne? Also ich wüsste jetzt nicht. Hat das damit irgendwas zu tun? Ne, also hier kann ich nichts machen. Das ist wirklich komisch. Was könnte das sein, ne? Ich kann auch nichts anklicken oder sonst was. Ne, ich kann auch nicht bewegen oder so. Keine Ahnung. Da kann ich nichts machen. Aber es wird jetzt ja gerade wieder Licht. Also lasse ich dich jetzt einfach mal
hier drauf. Ob das was bringt oder nicht, keine Ahnung. Schauen wir mal da hoch, da haben wir ja nur Wasser. Naja, das ist einfach nur die Umzäunung von dem ganzen Gebiet hier. Das ist dieser große Zaun, aber was das jetzt halt genau dann bedeutet, vielleicht muss ich da hinten in die Höhle. I don't know. Da führt ein Weg lang. Hier geht's nach oben. Ach, kann es sein, dass es als Ausgang gedacht ist? Möglich wäre es, ne? Wir schauen jetzt auf jeden Fall in die Richtung von Old Town. Offen haben wir ja alles. Puh, also gut, dann gehen wir weiter. So, City und was? Barkeeper? Beekeeper, der Bienenzüchter. Okay, nee, dann laufen wir halt mal hier weiter. Blumen oder so? Sehe ich oder finde ich jetzt nicht. Weil das war ja hier auf der Karte dann auch noch, ne? Wir stehen jetzt im Grunde genau hier drauf. Aber ich sehe hier nicht, dass man irgendwas, nicht, dass man irgendwas pflücken könnte. Da vorne, das ist ein Busch anscheinend. Tja. Wie sagt man, gute Frage, nächste Frage, ne? Okay. Wir gehen mal ins Aufgabenjournal. Chefin Need Recovered. Ja, genau. Das da wollte ich machen. Einmal aktivieren, bitte. Ich kann, glaube ich, auch mehr aktivieren, ne? Check the mine near the city. Ah! Die Mine nahe der Stadt. Das muss die Mine sein. Und zu den Lumberjacks ist es ja noch recht weit, ne? Dann würde ich sagen, hier ab. Ab zu der Mine. So, ich meine, wir haben jetzt halt wieder einen Bogen auch, ne? Oh, können wir da vielleicht gleich noch Wölfe fertig machen? Komm her, 4 Stück brauchen wir noch. Na komm. Und ich kann alles nehmen, das ist gut. Aber warte mal, dann würde ich sagen, ich trinke mal eine Flasche hiervon. Oder besser gesagt, gleich mehr. So, und dann essen wir noch was. Da haben wir 5, da haben wir 5. Das hat Gesundheit 10, das hat 20. Kommt, leuchte auf. Genau, ja. 87. So, dann das noch. Dann sind wir auf jeden Fall hier schon wieder voll. Okay, wir können auch wieder alles einschieben. Warte mal. Mine. Weit sind wir nicht mehr. Wir müssen in die Richtung. Komm, wir brauchen noch 2 Wölfe. Haben wir hier noch einen? Ein Wolf hier noch gut. Hallo. Wölfchen. Nee, Huhn. Da vorne ist ein Wildschwein. Ja, wie gesagt, wir werden da schon was finden. Spätestens dann schätze ich, wenn wir zurückgehen zu dem Questgeber. So, wo bist du? Rechts von dir, also hier musst du weiter. Schauen wir mal. Das könnte sein, der Weg hier, ne? Dass der zu der Mine führt. Ja. Sieht mir ganz so aus. Da bin ich einmal gespannt. Schaut noch nicht nach... Ah, jetzt schaut es nach einer Mine aus, alles klar. Jetzt sag mir mal bitte bloß... Ich meine, ich kann das Ding ja wegdroppen,
Ne, das weiß ich. Super. Da gehst du in eine Mine und dann kannst du keine von den Kisten öffnen. Verschlossene Truhe. Ui. Ameise ist es. Ah, okay. Warte mal, wenn du mit hier vorkommst, das wäre super. So, was hast du? Ameisenbeine hast du. Ach so. Warte mal. 93. Ach komm, ist es. Dass du Platz hast, weil da drin werden bestimmt noch mehr Ameisen sein. Notfalls, wie gesagt, droppe ich halt noch was anderes. So. 8. Anzünden. Kann man damit auch schlagen? Nein. So. Aber es war hier sonst die Kerze noch, ne? Aber die kann man nicht nehmen. Das ist auch nichts zu nehmen. Okay, naja gut, wir haben halt hier Erze, ne? Aber ich weiß nicht was. Dropp mal die Fackel. Ja, das ist Eisen. Eisennuggets. Ansonsten, wenn das was Neues wäre, dann hätte ich es jetzt halt bei mir auf der 8er Position. Achso, wir sind schon fertig, warte. Nee, dann ganz einfach, dann schmeiße ich die zwei Brocken hier raus. Ist egal. So, einmal nehmen bitte. Ja, und dann haben wir wieder kein Licht. So, dann gehen wir hier einmal rechts rum. Ich schaue jetzt gar nicht rum. Wir gehen jetzt halt einfach mal weiter. Ah. Drop. Das ist ein Bärchen. So. Okay, das ist wenigstens das gleiche Zeug. Das ist etwas komisch, dass wenn ich die Fackel ja nehme, dass sie dann zwar auf dem 8. Slot geht, aber ich habe sie ist halt aus. So, ansonsten haben wir nothing hier. Einmal, wir hatten doch diese eine Quest. Wo war denn die? Das war das da, ne? You're from the mine workers few days. Iron Gold. Can you visit the mine and check if he... Okay, mal nachschauen, ob eigentlich alles in Ordnung ist. Das soll ich machen. So, hier haben wir nichts. Ja, abbauen will ich ja eh nichts. Also von daher... Nochmal eine verschlossene Kiste. Nee, das sah jetzt so aus, als würde da ein Brief liegen oder irgendwas. So, und dann müssen wir jetzt noch hier rum. Oh. Und dann haben wir die Wahl der Qual. Dann gehen wir halt mal... Warte mal, du bist zu? Ja, verschlossen. Dann gehen wir halt mal dahin. Und da haben wir eine Spider... Oh, schauen wir mal, was du für eine Spider bist. Wein, Gesundheitstrank irgendwo, Heiltrank. Den können wir nämlich auf die 8 tun. So, Attacke! Ich habe jetzt gedacht, du bist ein bisschen gefährlicher. Okay. Neues Level. Ja, das ist immer schön, wenn man ein neues Level hat. Charakter. So, wir haben einen Punkt. Ach ja, wieder die Qual der Wahl. Gegen jeden Schaden, den du erleidest. Ich wollte aber eher verbesserte Gebäude. Nein. Unter Wasser, nein. Schnelleres Laufen ist natürlich nice, ne? Maximale Lebenspunkte 85 anstatt 75. Ruhigerer Lauf. Mhm. Ist schon interessant, ne? Ah,
20% mehr Haltbarkeit ist natürlich nice. Würde ich sagen, mache ich. Ja. Mehr Schaden. Reparatur. Ja, ich glaube, ich bleibe jetzt halt auf den unteren Levels, bleibe ich jetzt erst einmal hier drauf. Dass man das... Ach so, das kann ich ja gar nicht. Ich muss ja dann da drauf, ne? Wenn du diesen Zweig freischaltest, erhältst du Fertigkeiten, die dir das Leben erleichtern. Ja, ich muss. Ich mach das jetzt halt einfach mal und fertig. So. Durst? Dachte ich's mir. Klar, das alte abgestandene Wasser, ne? Warte mal, bist du... Nein, du bist nicht. Was ist das da? Spinnenzähne? Feuersteine. Feuersteine, raus mit euch. Da ich die Bögen sowieso nicht verwenden kann, tue ich den jetzt halt mal da oben rein. Lasse den Heiltrank auf der Dingsbums hier. Und wir schnappen uns die Fackel. Ich konnte die anmachen. Habe ich noch mehr Feuersteine einstecken? Normalerweise sollte die Fackel nur angehen, wenn ich auch Feuersteine einstecken habe. Aber habe ich ja gar nicht. Goldklumpen. Komm, schmeißen mal die Goldklumpen raus. Ich nehme wirklich Feuersteine anstatt den Goldklumpen. Ne? Das ist... Und jetzt hat sie hier rechts rum. Und wir haben hier Nothing. Oder war das gar nicht die Mine? Ach, die ist... Oh, verdammt. Na gut, dann habe ich mich jetzt halt wirklich sehr getäuscht. Ich hätte vielleicht die Quest gleich anmachen sollen. Dann hätte ich es nämlich gesehen, weil die ist nämlich noch 580 Meter weit weg. Na toll. 580 Meter. Da steht's doch mein... Oh, naja, gut, aber dann haben wir wenigstens da auch einmal reingeguckt. So, hier sind wir gerade. Wir laufen jetzt. Ja, im Grunde laufen wir zurück, ne? Aber warte mal, dann mach eine andere Quest. Aufgaben. Das hier, ne? Bring one bottle of honey. Alles klar. Das machen wir. Jetzt ernsthaft? Nein, das kann nicht sein. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. The one talked to Wizard. Gregory. Holzfällerlager. Dann machen wir ihn hier mal aktivieren. Aber das bringt mir... Leute, jetzt bin ich echt verwirrt, ne? Keine Ahnung. Ich war doch oben bei dem Holzfällerlager, oder täusche ich mich jetzt da? Hm. Komm, ich will jetzt da noch hin. Das will ich jetzt noch machen. Ein Kilometer. Es geht ja relativ flott durch das, dass wir keine Ausdauer verlieren oder so. Können wir schön durchlaufen. Ja, bevor ich mich jetzt da den Berg runterstürze, ne? Ah, naja, komm, stürzen wir uns runter. So viel Schaden nehmen wir auch wieder nicht. Machst einfach... Genau, fall einfach langsam. Dann geht's ja auch. So, warte mal. Wir müssen ja eh da. Achso, und da waren ja die Piraten, ne? Hab ich. 881? Sag mal. Es kann doch nicht sein. Das geht doch wieder voll raus aufs Wasser. Wir müssen da hoch. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Wir müssen da hoch zu den Lumber-Dingsbums.
Also immer in Richtung Norden. Oh Mann, so viel Zeit verloren jetzt. So. Wir schauen einfach, dass wir so gut wie möglich dahin kommen. Und mit draufschauen, läufst du richtig? Ja. Am besten nicht bewegen. Einfach laufen. Das Gute ist, wenn wir jetzt dann vielleicht an, ja, keine Ahnung, an diese Skeletträuber da wieder kommen, dann ist es, glaube ich, ganz nice, wenn ich so rennen kann. Ei! Und keine Ausdauer verliere. Sind wir wieder bei der Höhle? Okay. Und immer schön orientieren, ne? Dass wir wirklich richtig laufen. Ui! Na, aber nicht ganz runter. Mach einfach langsam. Also ein bisschen springen ist hier in Ordnung, ne? Aber eigentlich nice gemacht. Also es ist halt wieder so ein bisschen Polygon. Sehr farbig. Also sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr bunt, ne? Ja, ja. Holz brauchen wir jetzt auch keins. Was haben wir denn hier drin? Können wir davon was einstecken? Ja. Ja, okay. Stöcke. Tja, wir klauen uns halt so das Zeug weg, ne, was wir brauchen. Was sind das da eigentlich? Kann ich die hier vielleicht pflücken? Warte mal, 5. Ne, das sind auch keine pflückbaren. Lass das Schwert stecken. Ist keiner da. So, wir sind jetzt bei der Stadt. Aber wir laufen jetzt hier einfach geradeaus weiter. Aber ich bin mir sicher, dass ich nicht so weit weg muss. Und der andere, der wollte ja auch seine 10 Wölfe getötet haben. Da haben wir jetzt eine Mine. Wahrscheinlich war es dann die, ne? Gehen wir nochmal rein in das Ding. Chefenit, News from the Mine. Das ist schon das, ne? Da muss ich hier nur rein. Und? Wird schwarz oder bleibt es noch hell? Okay. Es wird. Mach an. Aber wenn das hier nach rechts zeigt, dann gehen wir halt gleich einmal da in die Richtung. Mal kurzer Blick rein. Wenn ich was rausnehmen kann, nehme ich's. So, entweder sehen wir jetzt dann hier irgendwelche NPCs. Ja. Ja, steck ein, was geht. 84 Meter steht jetzt da. Also war es entweder nicht das hier oder ich muss tatsächlich einen anderen Gang, dass der einfach zu nahe liegend war. So, wir kamen, genau, von da kamen wir. Wir sind rechts gegangen, jetzt gehen wir hier rechts. Und gehen nochmal rechts. Ist alles okay? Dann hier wieder mal nach rechts. Ah! Warte mal, ich muss doch das Ding erstmal droppen. Ja, das mit dem Kampf ist dann nicht so nice. So, vor allem wenn man kein Licht hat, ne?
Ist da noch ein Wolf? Nein. Da liegt auch sonst nichts weiter. Alles klar. Dann raus, rechts und gleich wieder rechts. Da kann man auch nichts aufheben. Nochmal eine verschlossene Truhe. Ja, sag mal. Ey, so viel verschlossene Truhen, weißt du? Und ich kann diese dummen Dietrich hier nicht verwenden. Okay, hier war dann nix. So, dann hier nochmal rechts rum dann. Und dann sind wir schon wieder raus. Na gut. Und diesmal habe ich keine Ersatzfackel dabei, ne? Es ist schon... Ich könnte extra nochmal in der Stadt anschauen, aber möchte ich nicht. Aber da gibt es ja noch einen Mineneingang, das gibt's doch nicht. Ach so, das war jetzt wieder nur eine Höhle. Oh Mann, du solltest echt einmal öfters auf die Karte schauen. Du magst ja nur Murks. Du, da muss ja hier dann gleich der Eingang sein. Mine, Lumberjacks, Alchemists, Hunter. City, Mine, Lumberjacks, Alchemists, Hunter. Das ist eigentlich richtig schön beschildert alles, ne? Okay. Was sind wir dann? Bei unseren Lumberjacks schon? Nein. Da ist jetzt die Mine. Mine. So, mich würde es wundern, wenn wir hier nicht auch eine Fackel dann finden. Das Schlimme hier ist vor allem... Ah, doch, Fackel hier. Warte mal, dann gehen wir gleich ins Inventar. Schmeiß die Fackel raus. Und nimm dir dann hier die neue. Die Spitzhacke brauchen wir nicht. Also ich nehme jetzt halt eh nichts mit, außer das, was ich vielleicht einstecken kann. Das ist nichts. Brot, kann ich das einstecken? Ja. Weinflasche können wir auf jeden Fall nehmen. Das Messer nicht. Ja, ja. Inventar ist voll. Leder können wir noch nehmen. Wenn wir es eh einstecken haben. Achso, da geht nichts mehr. Okay. Ja, was nicht geht, das lassen wir liegen, ne? Wieder verschlossene Truhe, sag einmal. Da liegen Goldklumpen am Boden. Mich interessiert aber eher das Zeug, was ich noch einstecken kann. Münzbeutel, yeah. Was? Ach, das ist Stackbar, okay. Eine Sichel, ein Hammer. Ja, das hast du schon probiert. Karte. Inventarleiste voll. Okay, lesen. Ich habe diese Karte. Ja, aber warte mal, dann... Das da werde ich halt für irgendwas brauchen. Ne? Das schaut mir schon sehr speziell aus. Wir können... das Brot essen, weil das bringt 5 oder sowas, keine Ahnung. So, jetzt halt. Nicht zuhauen. Nee, das ist wirklich, die habe ich schon und fertig. Dann geht nichts mehr. So, Münzbeutel, Brot, sauberes Wasser können wir natürlich mitnehmen. Leder können wir nochmal einstecken. Hör endlich auf. Leere Flasche. Okay. Und nirgends ist jemand drin, ne? Dietriche! Die mir super viel bringen, wenn ich die nicht öffnen kann, die Truhen, ne? Das ist echt... So, so viel Loot-Zeug
Und ich kann so gut wie nichts davon mitnehmen, ne? Die ist auch verschlossen. Okay. Wenn wir irgendwas nicht mitnehmen können, dann ist auch in Ordnung. Oh, da liegt jemand. Na, 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 na. Oh je. Na, das wird ein Fight geben. Puh. Aber den machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, das passt. Dann mache ich nämlich doch noch eine Aufnahme. Ich wollte zwar keine mehr machen, aber dann mache ich noch eine Aufnahme. Und würde sagen, wir fangen dann genau hier am Eingang von der Höhle an. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.